Leute, ich hätte hier mal wieder eine kleine, feine Verlosung für euch. Es gibt Kinokarten zu Legend, zu Bruder vor Luder, es gibt Blu-Rays zu Southpaw, Messi, Vacation und viele mehr. Aber erst einmal für alle, die neu dazugekommen sind in der letzten Woche an Zuschauern, kurz erklärt, wie diese Verlosungen, die bei mir ja fast wöchentlich stattfinden, funktionieren. Und zwar werde ich euch gleich zu verschiedenen Filmen, 6 verschiedene sind es, Dinge zeigen, die ihr gewinnen könnt. Und werde bei jedem Film einen Kommentar sagen, dass ihr in die Kommentare unterhalb des Videos schreiben und vervollständigen sollt. Dafür habt ihr 48 Stunden Zeit bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeit findet ihr auch nochmal in der Infobox. Und nach Ablauf der Zeit werde ich per Zufallsverlosung auslosen, wer der Gewinner oder die Gewinnerin sind, und schreibt euch per Direktnachricht auf YouTube an mit herzlichen Glückwunsch. Du hast das und das gewonnen, braucht dann noch euren Namen und eure Adresse, und dann bekommt ihr euren Preis natürlich für umsonst in den Briefkasten, wie immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Wichtig ist noch, dass ihr zu jedem Film maximal einen Kommentar schreiben dürft. Das heißt, 6 Kommentare insgesamt maximal unter diesem Video, weil ihr sonst, wenn ihr 30 oder 40 reinschreibt, bei einer Zufallsverlosung auf unfaire Art und Weise die Chance zu gewinnen erhöhen würdet, und dann dürftet ihr nicht berücksichtigt werden bei der Auslosung. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Fragen, Sorgen, Nöte gerne auf Twitter und Facebook, und dann fangen wir an. Als erstes zum Kinostart von Legend. Seit dem 7. Januar in den Kinos hätte ich 3x2 solcher Kinotickets für euch zu gewinnen. Das bedeutet, ihr dürft in ein Kino eurer Wahl gehen, einfach die Karte vorzeigen und bekommt eine Eintrittskarte. Natürlich völlig umsonst, egal ob Loge oder sonst was. Und wer 1x2 solcher Tickets gewinnen will, 3x2 gibt es also insgesamt, schreibt in die Kommentare. Aber das ist ein Gangsterfilm mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Die wahre Geschichte der Kray-Zwillinge, und der Film ist absolut sehenswert. Vielleicht ein Ticken zu lang, aber Tom Hardy zeigt einmal mehr, wie gut der ist, und vor allem ein FSK 16-Film, der sich gewaschen hat. Wer also 1x2 solche Tickets gewinnen will, schreibt in die Kommentare: Robert, ich finde, der beeindruckendste Gangster aller Zeiten ist, und warum. Jedes Kommentar in diese Richtung kann Kinotickets zu Legend gewinnen. Dann hätte ich für euch noch, obwohl zu Weihnachten gestartet, erst spät die Tickets angekommen, 3x2 Tickets zu Bruder vor Luder. Der Kinofilm der Lochis, ja, die beiden sind bekannt. Ein Mädchen will unbedingt den Fame abgraben, und dann steht die Frage im Raum: Bruder vor Luder, der Titel des Films. Ich habe eine Kritik zu dem Film gemacht. Wer sich dafür interessiert, wie ich ihn finde, sollte sich angucken. Nun gut, wer ihn gerne sehen will, 1x2 solcher Tickets gibt es umsonst abzustauben. Also 3x2, aber wer gewinnt, bekommt nur 1x2 solcher Tickets. Schreibt in die Kommentare: Robert, ich finde, folgender YouTuber sollte mal einen Kinofilm machen. Von welchem YouTuber würdet ihr euch gerne einen Kinofilm ansehen, oder welche Konstellation? Wer müssten die Hauptdarsteller sein? Jedes Kommentar in diese Richtung kann 1x2 Tickets zu Bruder vor Luder gewinnen. Dann hätte ich zum Heimkinostart von Southpaw für euch 2 Blu-Rays, und dazugehören 2x den Soundtrack. Also jeder gewinnt natürlich 1x Blu-Ray und Soundtrack. Ein super geiler Boxerfilm mit Jake Gyllenhaal, hat mich fasziniert, hat mir richtig Freude gemacht, sehr dramatisch. Und Jake Gyllenhaal ist ein brillanter Schauspieler. Und wenn ihr Southpaw auf Blu-Ray plus Soundtrack haben wollt, schreibt in die Kommentare: Robert, ich finde, der beste Film mit Jake Gyllenhaal ist. Welchen Film fandet ihr am besten? Jedes Kommentar in diese Richtung kann Southpaw abstauben. Dann hätte ich für euch zum Heimkinostart von Messi 2x die Blu-Ray und 1x die DVD-Dokumentation über Messi und seinen Werdegang, der wahrscheinlich einer der besten Fußballer der Welt, wenn nicht der beste, der momentan überhaupt spielt. Und für einen besonderen Gewinner, der die Blu-Ray oder DVD gewinnt, also werde ich dann auslosen, gibt es noch, jetzt muss ich mal kurz hier umräumen, die Biografie, das Buch. Das ist riesig, das ist ungefähr so dick, mit Illustrationen, QR-Codes, alles rund um Lionel Messi. Ganz besonderes Exemplar. Wer also dieses Buch gewinnen will, schreibt dann, beziehungsweise und Blu-Ray und DVD. Ich werde dann also quasi bei einem Gewinner das Buch mit verlosen und in Klammern dahinter sehen, ob ihr die DVD oder Blu-Ray haben wollt, weil solltet ihr mal Klammern dahinter schreiben, damit ihr nicht die Blu-Ray bekommt, wenn ihr nur einen DVD-Player habt. Und um das zu gewinnen, schreibt ihr in die Kommentare: Robert, ich finde, der beste Fußballer aller Zeiten ist. Wer ist eurer Meinung nach der beste Fußballer aller Zeiten? Jedes Kommentar in diese Richtung kann also zumindest Blu-ray oder DVD, ein bisschen Glück sogar noch das Buch dazu, zu Messi gewinnen. Dann hätte ich noch zum Heimkinostart von Vacation, Wir sind die Griswolds, von Die Schrillen Vier auf Achse, quasi ein Remake, und sehr lustig geworden. Lief leider im Kino gar nicht so gut, gar nicht so viel gesehen, dabei ist der Film wirklich sehr witzig geworden, mit Ed Helms in der Hauptrolle, unter anderem auch ein lustiger Chris Hemsworth dabei, Christina Applegate, und die Geschichte von einem Mann, der beschließt, seine Familie zusammenzuhalten, auf großen Roadtrip zu gehen, quer durch die USA, und dabei erleben sie ein absurd witziges, abgedrehtes Abenteuer. Und wer Vacation gerne auf Blu-ray oder DVD gewinnen will, schreibt in die Kommentare: Robert, folgender Trip oder folgende Ferien war für mich mein absoluter Reinfall. Was ist euch mal richtig Dummes im Urlaub passiert? Oder wo wolltet ihr den Urlaub am liebsten abbrechen, weil es einfach so unangenehm war? Jedes Kommentar in diese Richtung kann Vacation gewinnen auf Blu-ray oder DVD. Schreibt in Klammer dahinter, ob ihr Blu-ray oder DVD haben wollt, damit ihr, wie gesagt, nicht die Blu-ray bekommt, wenn ihr nur einen DVD-Player habt. Und zu guter Letzt für alle Anime-Fans hätte ich Madoka Magica Rebellion, der Film, hier dreimal auf Blu-ray Special Edition, weil da ist noch jeweils ein Booklet mit drin, was noch Illustrationen rund um den Film zeigt. Und es gibt auch noch zu jeder Blu-ray dazu 1x Spielkarten, so ein Paket Spielkarten.
Spielkarten plus ein solches Paket hier, muss ich auch noch zeigen, solche Kartenschützerhalter, Plastikfolien, damit die Karten nicht dreckig werden. Und ich sage ja immer wieder, bei Animes bin ich einfach nicht ganz fit, irgendwie dieses Genre, ich schaffe es kaum, mich damit zu beschäftigen, aber dennoch will ich immer gern für alle Fans verlosen. Wer sein solches Package aus Blu-Ray-Karten und Kartenschützer gewinnen will, zu Madoka Magica, ich spreche es bestimmt schon falsch aus, oder Magica, soll mir einfach in die Kommentare schreiben, was so besonders an diesem Film ist, beziehungsweise an dieser Reihe, was sticht darin heraus, warum wollt ihr es unbedingt gewinnen? Jedes Kommentar in diese Richtung kann hier auf jeden Fall diesen Preis abstauben und zeigt mir noch auf, was das Sehenswerte ist bei diesem Anime. So, damit bin ich auch durch in meiner kurzen, schnellen Verlosung für diese Woche und jetzt viel Spaß beim Kommentare schreiben und lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr die Verlosungen mögt. Lasst es bleiben, wenn nicht, ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.